Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal erweitern wir unsere Vorschleife ein bisschen, nämlich mit einer Funktion, die uns Python schon zur Verfügung stellt. Das ist die sogenannte Range-Funktion. Sieht so aus: Range und dann hier irgendwas in Klammern. Was da reinkommt, zeige ich euch gleich. Range bedeutet, ja, es gibt im Prinzip drei Anwendungen. Wir wollen damit unsere Vorschleife so ähnlich machen wie die Vorschleife in zum Beispiel Java. Für die, die kein Java kennen oder C oder C++ oder was auch immer, ist nicht schlimm. Wir haben in Python wirklich nur die Möglichkeit für w, also for w in und dann eine irgendeine Liste. Das Problem ist, dass wir teilweise auch einfach mal zum Beispiel von 1 bis 10 durchgehen wollen, wie wir das mit der While-Schleife gemacht haben. Aber wir wollen uns nicht diese nervige Zahl vorne dran definieren und dann in der Schleife immer erhöhen und so weiter, sondern wir wollen das einfach nur von 1 bis 10 eben durchlaufen lassen und fertig ist. Und dazu gibt es die Range-Funktion, die euch das Leben ein bisschen leichter machen kann. Man schreibt dann einfach for w in oder for i, meistens heißen die Zählvariablen i, deswegen nenne ich die jetzt auch einfach mal i. Und dann schreiben wir hier Range und dann zum Beispiel 5. So, und was jetzt dabei rauskommt, das zeige ich euch danach. Oder das zeige ich euch jetzt. Ja, wieder mal, das ist dieselbe Datei, nennt sich firsttry.py und ausführen tun wir es, indem wir Python und dann halt den Pfad eingeben. Ja, passt. So, und dann sehen wir, wir fangen an bei 0. Also wie man es von einem Array erwarten würde, es startet bei 0, dann sagen wir 1, 2, 3 und 4 und dann dieses Finish ist von hier unten. Gut, also das zählt eigentlich bloß hoch von 0 bis zu 1 weniger als diese Zahl, die ihr hier habt. Aber insgesamt sind 5 Zahlen dann drin. Ihr könnt das Ganze auch mit 10 machen, dann zählt ihr halt bis 9 hoch, fangt aber immer noch bei 0 an und insgesamt sind 10 Zahlen da. Gut, jetzt hat es da aber noch ein paar Überladungen von der Methode. Was genau Überladungen sind, das tut mir leid. Da erzähle ich euch vielleicht irgendwann später mal was dazu. Ist nicht so wichtig auf jeden Fall. Ihr könnt anfangen, wo ihr wollt. Das bedeutet, ihr müsst nicht unbedingt bei 10 anfangen, ihr könnt auch einfach bei 5 anfangen. Bei 0 anfangen, ihr könnt auch bei 5 anfangen und dann bis 10 hochzählen, das ist auch möglich. Ja, gebt einfach die Zahl, die als erstes kommen soll, an erster Stelle an und dann die Zahl, die 1 größer ist oder einen Schritt weiter ist als das, wie weit ihr gehen wollt, die ist dann da hinten. Das heißt, wir zählen aktuell von 5 bis 9 hoch, weil wir 10 als Obergrenze angegeben haben. Also es ist sozusagen eine echt kleine Funktion hier. Also solange echt kleiner dem hier, wird es weitergemacht. Gut. Ja, dann gibt es sogar noch mehr Möglichkeiten hier anzugeben. Und zwar die letzte, ja, die letzte Art, wie ihr diese Methode verwenden könnt, ist, ihr gebt hinten dran noch die Schrittgröße ein. Wird auch oft Step genannt. Das heißt, ihr gebt hier einfach mal eine 2 an. Und dann zählt ihr nicht nur um einen Schritt hoch, sondern ihr zählt um zweier Schritt hoch. Das heißt, ihr habt 5, 7, 9. Ihr könnt natürlich auch hier was ganz Fieses machen. Minus 1. Und was dann passiert, sehen wir hier. Naja, wir wollen, wir fangen bei 5 an und wollen zu 10 runterzählen mit minus 1 Schritten. Das geht natürlich nicht. Deswegen kommt ihr überhaupt nicht in diese Vorschleife rein und springt direkt in dieses Finish hier unten. So intelligent ist dann zum Glück dieser Compiler. Gut, was man aber durchaus machen kann, man kann hier sagen 15 und wir zählen bis 10 runter. Und ja, dann bleibt ihr bei 11 stehen. Gut, ihr könnt das Ganze auch machen, indem ihr in den negativen Bereich geht. Also fangen wir bei 0 an und zählen bis minus 10 runter in minus 1er Schritten. Das geht auch. Und dann könnt ihr natürlich hier auch noch so, keine Ahnung, minus 2er oder minus 3er Schritte von mir aus machen. Ja, dann kommt ihr bei minus 3, minus 6 und 0, minus 3, minus 6 und minus 9 raus. So, Achtung, wenn ich jetzt hier 4er Schritte eingebe, dann kommt Folgendes nicht mehr. Und zwar sehen wir dann hier nur die 0, minus 4 und minus 8. Das heißt, wir sehen die minus 9 oder minus 10 logischerweise nicht, weil wir immer noch prüfen, okay, wenn wir noch eins drauf addieren, sind wir dann, also wenn wir von diesem hier noch eins drauf addieren, sind wir dann schon über unser Ziel hinausgeschossen. Genau. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr dazu wissen müsst zu der Range-Funktion. Wo man sie anwendet oder wo man sie vor allem gerne anwendet, man macht Folgendes. Ich zeige es euch gerade kurz. Wir haben jetzt hier eine Liste von A, keine Ahnung, B und C. So,
Und jetzt, wie man das ganz gerne macht, ist folgendes: for i in range, und dann gibt man hier einfach 0 an, also man braucht es gar nicht angeben, weil es ja 0 ist. Und dann sagt man hier, auch die Schrittweite braucht man eigentlich nicht angeben, man sagt, okay, ich gehe bis zur Länge dieses Arrays durch, und wie man eine Länge von einem Array bestimmt, kennt ihr schon, das ist diese len-Funktion. Das war gerade was anderes. Und diese len-Funktion, die nimmt dann eben diese Liste, und ihr packt einfach diese Liste rein und dann kriegt ihr eben diese Länge. So, das heißt, hier steht jetzt aktuell 3 drin, weil hier 3 Elemente drin sind, 1, 2 und 3. So, das bedeutet, ihr habt hier im Endeffekt stehen for i in range 3, was euch die Zahlen 0, 1 und 2 gibt. Das heißt, ihr habt, ihr wisst ja noch hoffentlich, wie man Listen adressiert. Das heißt, hier ist Stelle 0, hier ist Stelle 1 und hier ist Stelle 2. Und genau das macht man sich da eben zunutze. Man kann hier sagen, okay, x an der Stelle, und dann gibt man hier dieses i ein, das ist diese Zählvariable, die hier durch diese Länge-Funktion durchläuft, also diese Range-Länge-Funktion. Und was dann im Endeffekt bei rauskommt, ist nichts anderes wie genau das. Wir gehen einmal hier rein, a, b und c. Das, was wir im Prinzip schon mit der normalen Vorschleife gemacht haben. So wird das eigentlich öfters mal gemacht. Ja. Und wenn ihr dann eben Sachen überspringen wollt, also immer jedes zweite überspringen, dann müsst ihr dann halt angeben, wir fangen bei 0 an und wir wollen immer nur jedes zweite haben. Und dann kriegt ihr eben A, überspringt B, weil B ja dann dieses, weil B halt eben das zweite ist, und kriegt dann wieder C. Und wenn es noch ein D gäbe, würdet ihr es überspringen. Genau, so sieht es hier aus. Also A und C und dann dieses Finish, dass wir durchgelaufen sind. Okay, achtet auch hier wieder darauf, man muss für eine Vorschleife genauso einrücken wie für eine Weilschleife, und wenn man nicht mehr einrückt, dann gehört es nicht mehr zur Vorschleife. Ja, also man kann es auch direkt so hinschreiben, allerdings wenn ich jetzt dieses Print Finish hier noch reinpacke, dann gehört es zur Vorschleife dazu und wird jedes Mal ausgegeben, aber nicht mehr am Ende. Also ihr seht, A Finish, C Finish, aber wenn wir ganz wirklich durch sind, dann sind wir nicht fertig. Also dann geben wir keinen Finish mehr aus. Gut, ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder für heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.